Leute, ich bin auf dem Weg nach Frankfurt zur Automechanikermesse. Messe für Ersatzteile, Autoteile, Werkzeug. Also praktisch das ganze Drumherum um Fahrzeug. Ist bestimmt für den einen oder anderen Hobbyschrauber beliebt. Manche kennen es sogar gar nicht. Also die Automechaniker ist immer im Wechsel. Immer zur gleichen Zeit wie die IAA, aber alle 2 Jahre. Also praktisch ein Jahr die IAA, das andere Jahr die Automechaniker und das Jahr darauf wieder die IAA und so wechselt das Ganze sich ab. Wir haben jetzt kurz vor 7 und würde sagen, ich mache dann dort noch ein paar Aufnahmen. Lasst euch einfach überraschen. Ich war selber noch nie dort, das ist mein erstes Mal. Vielleicht ein paar Informationen sammeln, ein paar Hersteller. Was mich ganz interessiert, vielleicht findet man was mit Oberflächenbeschichtung im Motorenbereich. Ich lasse mich einfach überraschen, schauen wir mal, was auf mich zukommt. Ich werde auf jeden Fall die Kamera mitnehmen, um euch ein paar Videos zu zeigen. Und ich würde sagen, viel Spaß, bis dann, ciao. Es waren über
5000 Aussteller aus 76 verschiedenen Ländern. Ich habe selber nicht geschafft, alles, die ganze Messe durchzubekommen. Ich habe mir vorgenommen, die Kleinen anzuschauen, weil die Großen, die kennt man ja bereits alle. Da braucht man sich nichts anzuschauen. Für mich war es interessant, was es Neues auf dem Markt gibt, wie die Preise sind, wie die Qualität ist. Und ich konnte sehr viel, ein paar Kontakte knüpfen, was Bereich Motor betrifft, speziell auf Turbolader. Hab da ein paar Sachen gefunden im Bereich N54 Motor, speziell Turboladern für mehr Leistung. Also jetzt keine kompletten fertigen Turbolader, sondern Teile für Turbolader zum Bearbeiten. Dann wird es auch noch andere Sachen geben, wie zum Beispiel Zylinderkopfbearbeitung, Motor verstärken. Was kann man machen, um mehr Leistung zu fahren und das Ganze auch mit beruhigtem Gewissen, also ohne Bauchschmerzen mal aufs Gas zu drücken und Angst zu haben, dass der Motor kaputt geht. Wie gesagt, es war einfach viel zu viel. Ich kann euch das jetzt gar nicht alles erzählen. Lasst euch einfach überraschen, was in den nächsten Videos kommt. Es wird auf jeden Fall gemischt sein. Es wird zwischendrin immer wieder mal was zum Thema Motor N54 geben. Wie man zu mehr Leistung kommt und das Ganze auch stabil fahren kann. Wenn euch das ganze Thema interessiert, Motorbearbeitung, Motorinstandsetzung bzw. mehr Leistung fahren, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Lasst mir Daumen nach oben, schreibt mir Kommentare, ich freue mich über jedes Zeichen, dann merke ich, dass die Videos auch angeschaut werden. Bis dahin würde ich dann mal sagen, bis bald und bis zum nächsten Video. Ciao.